Vögel. 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 Ich habe nichts gesagt. Der Traum vom Fliegen ist wahrscheinlich genauso alt wie der Traum vom Vögel. Lassen wir das. Fantastische Tierfakten. Vögel. Kolibris sind die einzigen Vögel, die vorwärts und rückwärts fliegen können. Ist ja Hammer. Wow. Kolibris können auch auf der Stelle fliegen. Dieses Manöver allerdings braucht besonders viel Kraft. Deshalb nehmen sie täglich mindestens die Hälfte ihres Körpergewichts an Nahrung zu sich. Dann 5 von den Shanghai XXL-Boxen und 48 Frühlingsrollen und... Nee, für eine Person. Einmal Stäbchen reicht. Der Wanderalbatros hat eine Flügelspannweite von bis zu 3,5 Metern. Mit einer Spannweite, die größer ist als die meisten PKWs, ist der Wanderalbatros der Rekordhalter unter den Vögeln. Beim Starten und Landen allerdings sind seine großen Flügel eher unpraktisch. Jedes Mal. Der Steinadler kann eine Maus aus 1,5 Kilometern Höhe erspähen. Die Fähigkeit zu sehen schenken uns sogenannte Zapfen und Stäbchen, die wir im Auge haben. Für das scharfe Sehen sind aber vor allem die Zapfen in einem bestimmten Bereich zuständig. Zäpfchen? Ja, in einem bestimmten Bereich. Ja, wo denn sonst? Bah. Wir Menschen haben dort ca. 200.000 solcher Zäpfchen pro Quadratmillimeter. Beim Steinadler sind es über 1 Million. Über 1 Million? Aua! Während wir also noch im körnigen 360p unterwegs sind, schaut der Steinadler in feinstem 4K auf die Erde. Blutschnabelweber fliegen in Schwärmen von bis zu 30 Millionen Vögeln. Blutschnabelweber leben südlich der Sahara und bilden die größten Vogelschwärme der Welt. Also, wo geht's eigentlich hin? Boah, frag den da vorne. Das bildest du dir alles nur ein, Boy. Niemand verfolgt dich. Jedoch vernichten die großen Vogelschwärme regelmäßig ganze Ernten und sind deshalb nicht besonders beliebt bei Landwirten. Verdammte Scheißviecher! Das bindest du alles rein! Das bindest du alles rein!